Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Quatsch wir mal rein. Dead Island Riptide. Freunde, wir gehen so langsam aber sicher auf das Finale zu. Ey, das war mein Schnauze oder wie der hieß. Man, this place is a pigsty. Und das nächste Projekt haben wir schon, ist schon geplant, beziehungsweise ich habe es entschieden. Ja, genau so sieht's aus. Du hast entschieden. Ja, weil hier scheint zum ganz viel Munition, ne? Ja, hier scheint es auch zu einem fetten Fight zu kommen. Guck dir mal das Fass an. Ja, ich weiß. Ich sag nur, wir haben hier mehrere Fässer. Gaszylinder, ja, oder Fässer, die wir aufdrehen können. Ich habe ja letztens ein bisschen weiter gespielt, aber nicht viel weiter. Okay. I don't think these guys were infected. Hell, their bodies are still warm. Okay. Ja. War ja ein Kampf oder was? Nee, ich hab nicht viel gemacht. Ich hab mir das nur gedacht, weil hier so ganz viele Zylinder mit Feuerflammen sind. Mit Feuerflamme! Wir müssen. According to those logs, the first part of equipment was shipped here. Weeks before the outbreak, those fucking shitbags had all this planned out. They'd unleash the virus and then sit back and watch what happened. Ja, Corona, ne? Wie Alice in Borderland. Wie Corona. Ja, Corinna. Bitch. Ja. These must be the people the antidote was tested on. Warte, wir wollen wir. Ach nee, oben brauchen wir noch nicht gucken. Oder wollen wir erstmal oben noch gucken? Lass oben erstmal gucken. Weil oben war es nicht. Ach, gibt ja gar nichts. Psst. Ich dachte gerade, ich höre irgendwelche Kinderstimmen. Oh Mann. Ich werd alt. Ja, dann hör ich auf. Alt und senil. Kinder in Horrorspielen ist nichts Gutes. Sie sind creepy. Das ist wie Clowns. Clowns gehen noch, aber okay. Kinder? Bist du ready? Ja. Hörst du das? Ja. Harlow, listen. You don't have to do this. I have to. It's gone too far now. Try to control it. I know you can do it. I'm trying, but all this never should have happened. Help me destroy it. Bury it. All of it. We can't let them use it anymore. We can't let them do what they did to Palinai. Not again. Harlow, what are you saying? Ich glaube, sie mutiert. They did this. The outbreak on Palinai, it was them to test their bioweapons. And the mutagen, it will destroy us all. You won't be able to control it. It will control you. But what about that antidote? Don't you understand? There is no antidote. They caught me when I tried to sneak in here. They tested the mutagen on me, not knowing what it would do. They didn't know I was immune like you. Look what it turned me into. I killed them all. We won't be able to stop it. That's why we have to destroy it before it destroys everything. Harlow, listen to me. We can control it. We can get off this damn island and find help. There is no help. We can't escape. None of us can. We're too dangerous. We can never leave this island. Ever. Harlow! Kill it! Shit, watch out! Ey, du blöde Fotze! Hat sie mich umgehauen? Don't do this, Harlow. Ich bin tot. Lol. Hallo? Ja, ich bin grad. Ey, geh weg von mir! I'll kill every fucker on this island if that's what it takes to leave. Sag ja, die Hübschen sind immer die Psychos. Naja, hübsch. If you don't back off, I'll take the mutagen. Then there will be no stopping me. If this is the price I need to pay in order to save the world. Alter, ist sie behindert? What the fuck are you doing? Macht ihr hier noch Alter, Dr. Birkin? Ich hab doch gesagt, komm ab! Oh, shit, man. She's gonna turn into one of those goddamn mutants. Sache, die.
Wow, wow, wow! Die hat eine Kettensäge! Ja, Kettensäge! Das ist Kettensäge! Wie die zuckt, die Geil! Oh, nein, nicht mich, du Blöde! She's lost her fucking mind. Alter, die ist auf einmal 3 Meter groß. Die ist irgendwie creepy, Mann. Ich hab keine Ausdauer. Nicht genau. What the fuck? Wo war hier die Munition? Scheiß auf Munition, prügel die um. Damn, I'm not even hurting. Du geht die durchs Feuer und brennt nicht. Boah, wieso bin ich nicht? Ach, ja, super, aber ich bin tot, deswegen. Auch gut. Ich will mich heilen! Verdammt nochmal, prügel jetzt mal auf die ein! Oh Gott, die blöde Kuh! Das, die lässt mich nicht heilen! Warte, ich... Bist du geheilt? Nicht ganz. Aber ich versuche trotzdem ein bisschen Support zu geben. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ich auch, aber... Oh Gott, jetzt mutiert ihr erst richtig. Jetzt brauchen wir das Feuer. Jetzt brauchen wir die ganze Munition. Ja. Scheiße. Hätten wir eigentlich wissen müssen. Bin ich hier? Alter, ich hab grad 20.000 Crit rausgehauen. What the hell is she? Come here. What's it? Das hilft ja gar nicht. Ja, warte. Jetzt bin ich dran. One shot. Just one. I got you if I've controlled it this far. Come on. Ich mutiere gerade. Ja, ich auch. Mal. Achtung, hinter dir, hinter dir! Hinter dir auch, ne? Alter! Ach Gott, da kommt auch ein Halt wieder. So, jetzt haben wir nur noch die am Hals. Du bist dann, hast du eine Nahkampffähigkeit, ne, wenn du dann im Rage bist, oder? Ja, keine Ahnung.
weiß nicht, was für eine Taste ich da drücken soll. Jesus Christ, war das aufregend. Wahrscheinlich war das jetzt schon die letzte Folge oder so. Yes, I'm the Death Angel. Bin ich gerne. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Sorry, Harlow. Oh, eine Kettensäge. Ich kann sie nicht aufnehmen. Time to find that fucking ship. Ich kann den Hammer auch nicht aufnehmen. Du musst ja auch Sachen loswerden dann. Ich hab die Kettensäge. Nee, mein Inventar geht eigentlich. Okay. So, erstmal jetzt. So, jetzt kann ich was aufnehmen. Toll. Ich habe keine Kettensäge. Erstmal alles nachladen. So. Ist hier irgendwo noch Gewehrmunition? Keine Ahnung, ist da nicht, wo du bist? Nee, hab ich alles aufgenommen. Ach, hier. Rotflinte. Nee, hab alles, okay. So. Komm hier mal rein, vielleicht gibt hier noch was. Nee, wir müssen wieder raus. Hier sind dann viele Türen auch. Wie kommen wir denn jetzt zum Boot, Alter? Loot gerade. Ah, warte mal, ich will die Kettensäge aus. Bringt nichts mehr zu looten, ist ja eh das Ende. Ich hab die Kettensäge! Okay, wir können. Hier geht's auch nicht weiter. Hä? Wo geht's denn hier raus? Müssen wir wieder. Wahrscheinlich wieder zurück. Hier ist Gewehrmunition. Ich hab doch. Hab ich doch gesagt. Hä? Hier geht's auch nicht raus. Hier, ja, das dann müssen wir hier durch. Wahrscheinlich durch eine von den Türen. Also, something good in here? Oder auch nicht? Ah doch, hier ist eine Treppe. Oh, ich will. Kannst du mir dann auch mal die Kettensäge geben? Oh, nee, ach, das sieht ja kacke aus. Kannst du behalten, den Scheiß. Wie so schnell leer. Die Animation sieht doch dumm aus. Hier, die lebt noch. Mal richtig sehen kannst du. Ich habe immer noch einen Fähigkeitspunkt, den ich weghauen müsste. Gleich. Irgendwas läuft hier rum. Ist das ein Halb? Ja, was machst du hier hinten? Hoppala. Der haut den aber immer extrem weit weg, ne? Und nimmst. Weißt du jetzt, wo er zucken soll, weißt du?
1600. Gucken, ob hier noch. Irgendwo noch ein Bauplan liegt. Ein Bauplan wäre noch sick. Bringt zwar nicht mehr viel, aber. Egal. Baupläne sind immer gut. Weil wir sind ja so schlau, wenn wir das durch haben, fliegt von der Platte. Bei dir vielleicht, bei mir nicht. Wieso? Ich habe ja Platz genug auf meiner Festplatte. Ich ja auch, aber was will ich damit dann noch mit dem Spiel, weil danach höre ich es eh nie wieder an. Siehst du mal. Ich vielleicht irgendwann im naher Zukunft. Oder in ferner Zukunft, wer weiß das schon. Bist du die Treppe runter? Ja. Oh, müssen wir wieder was suchen, ey. Oh, echt jetzt? Jetzt sieht's schon zu dumm zum Hochspringen. Ja, ich bin da auch gerade nicht rüber gekommen. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Ja, wir müssen aber irgendwas suchen. Ja, ich weiß schon. Ich wollte nur gucken, ob hier noch was ist. Ich weiß schon, wo es ist. Wahrscheinlich da an dem Bötchen, ne? Nee, nee. Ne? Ah, okay. I'm coming. I told you this was the way, didn't I? Hä? You killed Harlow, right? Now are you positive she's dead? Why did you do it, Simple? Why? What did you expect? That we tested in London or New York? Come on, don't be naive. We had to get information, data about how the virus mutates, how it evolves, if it's possible to control it. We can only do so much of that in the lab. You're fucking nuts. We can discuss the morality of the situation later. For now, I have a ship and a medical team standing by. All of their equipment is state of the art. Once we're on board, you have my word that we'll do whatever it takes to treat you. Now that I know where the ship is, I don't need your fucking help. I know you took a mutagen. I can see it plain as day. You can't control it. You can't stop it. If you want any chance of a normal life, you need to come with me. Those things are gonna find a way in here, you know. Have fun. You'll see. Tschüss, du Lappen. Genau, c'est la vie. Arrivederci, motherfucker. Oh. Sayonara. Komm ich noch nicht mal ins Boot. Oh. Wenn du den Kutter startest, bedeutet dies, dass du Palanei mit deinen Freunden für immer verlässt und diese Geschichte zu Ende ist. Wenn du noch etwas auf der Insel zu erledigen hast, ist dies deine letzte Chance. Bist du bereit? Wir sind ready, ne? Ja. Wir sind also ready for takeoff. Ja. Ja. You can't leave me here. You fucking freaks. You back here, you fucking freaks. You don't know what you're doing! Hoppa, hoppa. Trophäe erhalten. Einmal ist nie genug. Ich sag ja, wurde nur noch eine Folge. Warum haben wir die nicht mit aufgenommen? Dream Team. Haben wir alle zurückgelassen? Anscheinend. Yes, baby. Oh, yeah. Das Schiff heißt wie meine Schwester, Silvia. Und wie meine Mama. An dem Paar haben wir mitgenommen. Thank you for coming back for us.
I am so very sorry. I lost faith in you. How are you feeling? A-okay, Doc. Never better. I have a little headache, but otherwise I'm perfectly fine. The Serper. Yeah. He won't be bothering us anymore. What about Harlow? We couldn't help her. Yeah, she decided to stay. Lügen! Ja, doch, wir haben ihr doch geholfen. Wir haben sie getötet. Ja, genau. So. 6 Tage später. Authorities in Banoi and Palanai report that the crisis is over. Life is slowly returning to normal as rescue crews clean up the aftermath of the monsoon that swept through the archipelago. All travel to and from the region is still prohibited as the rescue operation continues. Rumors of a possible plague outbreak have been discredited as international relief organizations continue to assess the situation. Hab ich mir so gedacht. Ja, ich mir auch. Sind wir doch noch glorreich draufgegangen. Ja. So. Ich überspringe die Credits mal. Ja, ich auch. So, Freunde. War ja doch nur noch eine Folge. Dann kann das nächste Projekt ja bald starten. Genau. Wie das Ganze weitergeht. Hä? Bin ich bescheuert? Freunde, es war mir eine Ehre. Ja, eher gesagt, es ist vorbei. Ja, ich... Eigentlich schade, dass wir wieder ein Zombie-Game abgeschlossen haben. Aber ich bin aber auch froh, es ist... Ja, das hier, das war schon so... nervenaufreibend. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, es war schlimmer als im ersten Teil, also in dem anderen Teil. Also Zombie-mäßig war es echt hardcore. Also was du beim Hauptspiel erst zum Ende hattest, hast du sie hier die ganze Zeit gehabt. Und dann wurden die Drecksbisse auch noch stärker. Oh ja. Und ja. Die Kettensäge hat nichts gebracht. Und ja. Ja, was soll ich noch sagen? Ja. Ich hoffe, es euch hat's gefallen. Genau. Es ist leider zu Ende. Leider? Wir hoffen. Ja, leider. So ein, zwei Folgen hätte ich jetzt auch noch machen können. Wieso? Ja, sehr stimmt. Wir haben uns jetzt. Also ist jetzt so. Wir nehmen das immer nach der Arbeit auf, wenn ich nach Hause komme. Da wird das schon während der Arbeit geschrieben. Wann machen wir weiter und so? Und ich bin auch so, von 2, 3 Folgen bin ich noch ausgegangen, aber dass es nur noch eine wurde. Naja. Ja, also ich muss aber jetzt auch ehrlich sagen, auch wenn das jetzt, wenn mich das im Hauptspiel mehr aufgeregt hat, fand ich den Endkampf da wesentlich besser wie hier. Der war auch irgendwie leichter, finde ich. Und der war auch spektakulärer. Das hier, das war so. Ja, so als hätten die Entwickler keine Zeit mehr gehabt Ich glaube. Ich glaube eher, dass die hatten keine Zeit gehabt. Die mussten das fertig kriegen oder so. Oder so. Und ja, also wie gesagt, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das zu schauen. Hoffe ich auch. Und wir sehen uns dann bei mir seht ihr mich ja jeden Tag wieder mittlerweile jetzt. Nicht mehr Montag bis Freitag. Aber wir sehen uns im nächsten Co-Projekt wieder, was auch schon geplant ist. Wahrscheinlich, beziehungsweise 2 Spiele sind geplant. Und wir machen erstmal 1. Ja. Gut, Freunde. Solange du den Plan in der Tasche hast. Ja, ich hab den Plan in der Tasche. Gut. Gut, bis dahin, ne? Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Einen wundervollen Abend, macht's gut. Bis zum nächsten Projekt. Tschüssikowski. Tschüss.